Gebiet Flims-Laax hat insgesamt 24 Maschinen. Davon sind zwei kleine Maschinen, 6 Windmaschinen, 3 im Park und 11 Solo. Und von diesen 11 Solo haben wir 2 E+, das heisst, Dieselmotor produziert Strom und dann wird alles elektrisch angetrieben hinten dran und durch das ist der Kraftstoffverbrauch tiefer. Also hier in Laax sind wir 32 Fahrer plus 3 Mechaniker und eine Werkstatt hat es auf dem Krabtäne und eine in Nagens und eine kleine auf dem Vorabtobo. Aber hauptsächlich wird auf dem Krab und in Nagens Maschinen repariert. Also mit dem Pistenaufbau fangen wir im Herbst an, auf dem Gletscher, so Mitte Oktober, dort rum. Und irgendwann, wenn es dann kälter kommt, fängt die Beschneiung an, nach 2-3 Tagen, fangen wir mit der Piste an, den Kunstschnee verstoßen. Die erste Priorität hat bei uns Blähumpiste und dann füllen wir ja, einen kleinen Schritt an, was der Schnee hergibt. Also Aufbau für Pisten machen wir auch so. Wir fahren mit der Maschine zuerst durch, nur mit der Alpe, fräsen in der Luft. Und durch das drücken wir den Schnee zusammen. Wenn es einen halben Meter geht, dann drücken wir fast auch durch bis auf den Grund. Also es braucht recht Schnee, bis wir eine Piste bereit machen können. Was bei uns auch noch ein markanter Punkt ist, wenn es Neuschnee gibt oder Anfangswinter, auf der La Sialle oben, richtig vorab, in der Traverse drin, also wir nennen das der Adlerhorst, dass wir dort den Schnee oben abstoßen, aus der Sicherheit für uns und für die Gäste. Im Winter haben wir einen Betrieb von, die eine fängt am Morgen um 4 Uhr an, bis wir alles gemacht haben. Und die andere Schicht fängt am Abend um 4 Uhr an und geht in die Nacht rein, bis so meist 2 Uhr. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie es ist mit den Verhältnissen, wie viel schneit es und so Sachen, und wie der Wind ist und alles. Viele sagen ja, Pistenbulle fahren ist nicht so schwierig, oder? Aber das Pistenmaschine fahren selber ist nicht schwierig. Das Fahren, das ist ein Knopf zwei drücken und Gas geben, und das ist nicht so eine Sache. Schwierig ist eben bei dir nicht vom Flug, bis das einmal so richtig drin ist. Da brauchst du ein paar Jahre. Eben zuerst kommt der Pflug. In dem Pflug tust du den Schnee schon das erste Mal ein bisschen aufreissen und machst es schön gerade. Dann kommen die Raupen. Mit der Raupe tust du zerhacken. Dann kommt die Fräse. Die Fräse tust du noch mal ein bisschen mehr zerhacken oder weich machen.
Und am Schluss kommen die Finisher und dann gibt es das schöne Spur. Ich gehe noch einmal ab, an Schweizer Toren auf und dann hänge ich an. Wir haben im Snowpark Laax drei Pistenmaschinen, die parallel zu den anderen Pistenbullis den Park präparieren. Wir sind verantwortlich für Beginner, Medium Line, Pro Line, Gurneus und drei Pipes. Und unsere Hauptaufgabe besteht darin, jeden Tag die Landungen und Absprünge perfekt zu präparieren. In unserer täglichen Arbeit als Pistenbullifahrer unterstützt uns Snowsat. Das ist ein GPS-System, das uns anzeigt, wie viel Schnee dass wir unter dem Pistenbulli haben und auch die Position, wo wir sind, plus auch die Neigungen, was im Park gerade bei der Landung sehr wichtig ist. Abgesehen vom Präparieren schauen wir auch, dass es überall in der Piste oder im Park keine Löcher hat, keine grossen. Dann die auffüllen, dann auch vorbereiten, dass wir nachher Rails einbauen können, das heisst grosse Schneemengen herumstossen. Die drei Pipes und Transitions, also das heisst runde Absprünge und Landungen, haben wir drei Pipe-Monster zur Verfügung und die brauchen wir, um eigentlich jeden Tag die wieder schön zu raffeln oder schön zu cutten, wie man so sagt. Der Job als Pistenbullifahrer ist mega cool, weil man ist draussen, man sieht mega schöne Sonnenaufgänge, schöne Sonnenuntergänge. Man ist mit grossen Maschinen unterwegs und es ist einfach ein Traumjob. Links,